Unsere Ungarnreise ist beendet. Wir haben gerade die Republik Österreich durchquert. Aber nach Hause geht es noch nicht, denn wir machen noch einen letzten Zwischenstopp in der Tschechischen Republik. Ja, das sind aber Stacheln. Magst du mal was sagen, außer das sind ein paar Stacheln? Hello. Und weiter. Ich muss erstmal hier durchkrabbeln. Das war eine gute Rede an die Nation. Ja, finde ich auch. Alles für die Urbex-Videos. Und? Cool. Wir sind hier auf einem alten Bahngelände, Bahnreparaturgelände. Und das Ding ist so weitläufig. Millionen Hallen. Wir haben keine Ahnung, was genau uns hier erwartet. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wirklich verrückt, wie viele Gebäude es hier gibt, wie riesig das Gelände ist. Und hier dieser kleine Farbklecks inmitten des Grüns. Und dahinter versteckt sich sehr wahrscheinlich auch wieder ein Kraftwerk mit einem Förderband, wie wir es schon in Ungarn bei Blade Runner gesehen haben. Sollen wir da hochklettern? Also dieses Gebäude hier mit den Schornsteinen, das sieht extrem vielversprechend aus, denn, haltet euch fest, schaut mal, da wächst die Natur im Gebäude. Da müssen wir rein, irgendwie. Also wir sind jetzt zweimal um das Gebäude mit diesem Fahrzeug rumgelaufen, Türen sind alle dicht, Schlösser davor. Da habe ich mir gedacht, guck doch mal hinter diese Platte. Zack, guck mal da rein. Da ist es. Also es sieht verdammt eng aus, aber es sieht auch verdammt geil aus. Sollte machbar sein. Also ich hatte überlegt, ob ich Gesicht zuerst da rein soll, aber dann lande ich da mit dem Gesicht im Matsch und deswegen gehe ich jetzt mal hier Füße zuerst. Ich versuche es zumindest. Ey, das sieht eng aus, gell?
heute. Also Arsch passt schon mal durch. Fuck. Arsch. Okay, das geht nicht. Ich glaube, ich steck fest. Fetteste geworden. Das war nichts. Ah, oh, scheiße. Uli, heißt es nicht eigentlich, wenn der Kopf durchpasst, dann passt alles durch? Ja, das dachte ich früher auch mal, aber das ist eine Lüge. Das ist eine ganz große Lüge. Okay, Achtung. Wir brauchen einen anderen Weg. Dann suchen wir mal. Also, wir haben jetzt wirklich keinen Eingang gefunden. Es ist alles zu. Jetzt dachte die Dani, lass uns doch mal irgendwie von einem anderen Gebäude aus versuchen. Dann sind wir jetzt in so einen Hinterhof gegangen. Und da steht eine Türe offen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und von da aus kommt man in diesen Raum, der auch vollgestellt ist mit alten Kesseln. Muss hier wirklich vorsichtig sein. Der Boden ist mehr als marode. Überall Löcher im Boden, was daran liegt, dass das Dach fast runterkommt. So, und wenn man jetzt aber hier weitergeht, hat jemand die Wand komplett rausgeklopft. Und von da aus, Achtung, von da aus geht es in die Halle mit den Fahnen. Wow, absolut genial. So, und was mir jetzt gleich aufgefallen ist, die Jungs von Broken Window Theory haben hier einen Aufkleber hinterlassen. Leute, 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 das macht man doch nicht. Auch wenn ihr die absolut genialsten Videos macht, Aufkleber anbringen ist doch scheiße. Guck mal, hier habt ihr es doch anders gemacht. Da hängt eine Glassichtfolie. Da habt ihr auch einen eurer Aufkleber reingestopft. Kann man doch auch so machen. Ich mache das jetzt einfach mal. So, hier Werbung für euch. Broken Window Theory. Keine Ahnung, wann ihr hier wart. Grüße gehen fett raus. Also sowas, das habe ich noch nie gesehen. Eine Halle mit alten Maschinen, die so zugewuchert ist von Farnen, von Moosen und sonstigen Gewächsen. Das ist doch ein echter Traum. Also mir gefällt sowas eigentlich mit am besten. Ja, und warum natürlich alles hier so grün ist, ist ja klar. Das Dach ist stellenweise komplett durch. Hier zwischen den Fahnen, da geht so eine Treppe hoch. Bin jetzt mal ganz vorsichtig, dass ich die Vegetation nicht zertrampel, weil das finde ich dann ja doch ganz schlimm, wenn man sowas zerstört. Und da geht es in so eine Art, ich weiß nicht, wie man das überhaupt nennt, da saß wohl mal so ein Arbeiter. Uiuiui, okay. Ich dachte, man hat von hier vielleicht einen tollen Blick in die Halle, aber schaut euch das mal an. Komplett eingestürzt. Nee, da gehen wir dann doch nicht rein. Also Fakt ist leider, ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Maschinen, die hier stehen. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal die Bilder sprechen.
Ach ja, Leute, das da ist übrigens das Loch, durch das ich vorhin kläglichst versucht habe, hineinzukommen. Passt nicht. Probier's mal quer. War ein Versuch wert. Siehst du was? Kaum. Ich denke, das war's dann mal mit dieser Halle. Ich muss aber dringend auf die Toilette und die schließt sich hier an. Ich weiß, Toiletten zeige ich normalerweise nie, aber die finde ich eigentlich ganz nett. Jetzt hat man gerade Ungarisch gelernt, jetzt müssen wir hier Tschechisch können. Schau dich mal diese kleinen Pissoirs an, hier an der Seite. Die sind doch irgendwie niedlich, oder? So, das war's dann, glaube ich, mit der, nennen Sie jetzt mal Green Factory. Man könnte sich tatsächlich in Details verlieren, aber ich glaube, das Video hat einen guten Überblick gegeben, was die Natur hier geleistet hat. Dani? So schaut's aus. Man sieht genau, wo ist das Dach kaputt und wo nicht. Die eine Seite alles trocken, kein einziges Moos, nichts Grünes. Andere Seite kaputt, alles grün, alles Moos. Echt krass. Absolut. Und hier gibt es noch so viel zu entdecken, deswegen gehen wir jetzt weiter. Und wir sagen Tschaußen. Was? Ein Video am Mittwoch? Manchmal muss man seine Zuschauer auch überraschen. Und weil es so schön war, geht es am kommenden Sonntag gleich weiter. Wir bleiben noch ein wenig vor Ort, ziehen aber gefühlt nur eine Halle weiter, wo uns etwas komplett anderes als in der Green Factory erwartet. Damit rechnet ihr mit Sicherheit nicht.